Las Vegas-Le auf den Fildern. Das Freizeit- und Erlebniszentrum Stuttgart International. Erbaut vom schwäbischen Moneymaker Rolf Deile für 850 Millionen Mark. Mit dieser Investition wird Stuttgart in den oberen Kreis der Musical-Metropolen der Welt rücken. Nicht nur wegen den zwei Musicals, sondern wegen dieser einmaligen Anlage, die hier geschaffen wurde. Das ist das erste große Unterhaltungszentrum für Erwachsene in Europa. Stuttgarts größte Baustelle. Im Mai 1996 beginnen die Erweiterungsarbeiten am Amüsiertempel Stuttgart International. Hier wird neben dem Musical Miss Saigon, es hatte 1994 im SI-Zentrum Premiere, künftig Disneys Märchen Die Schöne und das Biest laufen. Sollen Kinos, Kongresssäle, Gaststätten und Läden Millionen locken. Denn mögen die Zeiten auch nicht rosig sein, das Geschäft mit der Freizeit boomt. Neben der Telekommunikation gilt die Freizeitindustrie als die wichtigste Wachstumsbranche. Erlebnisintensiv und Erlebniskultur heißen die Zauberworte für eine spaßhungrige Kundschaft. Multimedia-Milliardär Rolf Deile ist Deutschlands größter Freizeitunternehmer. Sein Entertainment-Konzern Stella ist mit bisher 6 Musical-Produktionen unangefochten Marktführer in Deutschland. Und seit Mai 1997 auch in der englischen Musical-Szene tätig. Mai 1997. Ein begeistertes Londoner Premierenpublikum feiert The Beauty and the Beast, die Musical-Koproduktion des amerikanischen Entertainment-Konzerns Walt Disney mit dem Stuttgarter Medienmogul Rolf Deile. Die Disney-Deile-Produktion im Dominion Theatre am Londoner West End muss neben 18 Musicals bestehen. London ist neben New York die Heimat des Musicals. The Beauty and the Beast schlägt alle Rekorde. Publikum und Presse sind begeistert. Wenn sie keine Kinder haben, borgen sie sich welche. Was hier geboten wird, ist das spektakulärste und wirklich fantastischste Theater, das sie jemals gesehen haben. So die Kritiken. Thank you.
Disney wollte natürlich Beauty and the Beast weltweit vermarkten und in Deutschland sind sie halt nicht an uns vorbeigekommen. Und so war dann auch der erste Grund zur Kooperation mit Disney, Die Schöne und das Biest in Stuttgart. Und erst als das Ganze unter Dach und Fach war, haben sie gesagt, wollt ihr nicht auch die Produktion in London für uns machen? Well, in all partnerships it's very hard always to divide a line and say they did this and we did that. Es fällt schwer, die Zuständigkeitsbereiche in unserer Partnerschaft genau zu trennen. Wir von Disney sind in erster Linie für den künstlerischen Bereich zuständig. Günther und Stella leisten hervorragende Arbeit, was Marketing und Kapitalbeschaffung angeht. Sie öffnen uns den europäischen Markt und garantieren hohe Besucherzahlen. Eine Kathedrale für Dinos. Im Natural History Museum von London feiert das deutsch-amerikanische Dream Team die Premiere. Klotzen nach Deile Disney Art. Der Superlativ hat System im Musical-Geschäft. I thank you all for coming and now let's party! Rund 28 Millionen Mark investieren Deile und Disney in The Beauty and the Beast, die bisher teuerste Musicalproduktion am Londoner West End. Zugleich Generalprobe für Stuttgart. Die Schwabenmetropole übernimmt die geklonte Londoner Show samt Regisseur. Schiefgehen kann da eigentlich nichts mehr. Ja, London hat Mut vor Stuttgart. Ich meine, wir haben hier jetzt eine sehr schöne Zeit gehabt. Wir haben alles live, das, was wir in Stuttgart im Dezember machen wollen, hier schon einmal erlebt. Mit all den Leuten. Wir kennen das Kreativteam. Wir mögen uns alle, wir lieben uns. Also insofern sind für Stuttgart die besten Voraussetzungen gegeben. Für Stella sollen die Produktionen in London und Stuttgart erst der Beginn einer erfolgversprechenden Zusammenarbeit mit Disney sein. Dem milliardenschweren US-Konzern gehören Erlebnisparks auf der ganzen Welt, Filmstudios, Fernsehstationen, Plattenfirmen, Comicfiguren. Disneys Ja zu Deile kommt nicht von ungefähr. Seit 1986 haben rund 20 Millionen Menschen eines der Stella-Musicals besucht. Trotz Musical-Pleiten andernorts, bei Stella stieg der Gesamtumsatz im letzten Jahr um rund 30% auf über 450 Millionen Mark. Deile kann künftige Disney-Musical-Produktionen in Deutschland und anderen europäischen Ländern exklusiv produzieren. Ein Wagnis. Der Schwabe hält es da wohl eher mit Disneys Figur Onkel Dagobert. Wenn ich etwas hasse, dann sind es Ratschläge von Leuten, die von nichts eine Ahnung haben. Vor allem, wenn sie sich selbst mit einem Hungerlohn zufrieden geben. Disney hat in seinem Portfolio sehr viele große Geschichten und große Stoffe, aus denen die Träume sind. Und da verspreche ich mir sehr viel, dass man aus diesem Portfolio in den nächsten Jahrzehnten einiges produzieren kann. War Walt Disney für Sie immer ein Vorbild? Ja. Inwiefern? Ja, er war ein sehr kreativer Unternehmer. Für mich war als junger Mensch schon die Faszination, wie man aus einer kleinen Comicfigur ein Weltreich aufbauen kann als Unternehmer. Das hat mich fasziniert und dem habe ich auch nachgeeifert.